Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Project RET V2 mit mir, Streetiger. Ja, wie ihr schon im Titel erkennt und hier auch seht, es soll heute um hier Open Computers gehen. Und zwar hat sich ja da einiges getan mit der Version 1.3.0, glaube ich, ist es. Also 1.3 auf jeden Fall. Schauen wir uns zwar einfach mal alles an. Das ist hier Open Computer, dann gibt es natürlich noch hier, Moment, wenn ich es finde. Open, 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 wo haben wir es denn? Das war, glaube ich, zu weit. Open Peripherals Add-on. Nee, doch nicht. Open Computers. Ja, okay, gut, dann war es das alles. Okay, ich dachte, da gibt es noch ein Add-on, was der Baker da installiert hat, aber anscheinend nicht. So, schön kompakt. Man sieht, es fehlt einiges, aber es ist auch einiges dazugekommen. Was auf jeden Fall weggefallen ist, ist der Roboter. Ja, ne? Doof. Ich meine, ich habe, glaube ich, hier noch einen im System. Ne, so kann ich den nicht suchen. So kann ich den nicht suchen. Irgendwo müsste er noch rumkreuchen. Da ist er doch. So, kann man hier noch schön aufbauen, ne? Und hier, er hat eine kleine Kiste bekommen, was sein Inventar, ja, andeuten soll. Und wenn wir draufklicken, sehen wir, okay, da hat sich jetzt nicht viel getan. Hier haben wir noch immer die Upgrades, die wir reinstecken können. Wenn man anmacht, ja, geht er immer noch an. Sehr schön. Bei den neuen ist es jetzt so, die muss man sich zusammenbauen. Ähnlich wie bei Steve's Cards gibt es da ein System. Und zwar braucht man hier den. Wo ist er? Wo ist er? Nee. Mensch, eben habe ich noch gehabt. Computer? Nee. Ach, hier. Robot Assembler. Hier, da ist er doch. Den Robot Assembler. Ja, es sieht eigentlich ganz leicht aus, ne? Zwei Pisten, ein Crafting Table, Printed Circuit Board und ein Mikrochip Tier 2. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir da haben. Okay, nicht so viel. Ja, den sieht man wenigstens hier schön leicht. Vor allem schnell. So, zwei Pisten. 10. Zwei Stück. Eine Workbench brauchen wir noch. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch den hier, den Mikrochip. Und last but not least hier dieser. Welcher? Den sollten wir eigentlich noch im System haben. Wie heißt denn der? Printed Circuit. Print. Also, ja, siehst du, da sind. Ach, da sind ja noch genug drin. Da sind ja noch genug drin. So, und zack. Ja, super. Den stelle ich jetzt einfach mal dahin. So. Wir können hier gucken, ne? Inside a Computer Case. Also, wir brauchen noch einen Computer Case. Können wir Tier 1, 2 oder 3 nehmen? Ich nehme in dem Fall mal Tier 2. So. Mikrochip. Mikrochip vergessen. So, da ist er. Und jetzt ein Computer Case. So. Rein mit dir. Zack. Sehen wir schon eine neue GUI. Hier können wir Upgrades reinmachen, hier können wir Upgrades reinmachen und hier sieht es aus wie bei dem Kollegen da unterm Schreibtisch. Okay, das ist jetzt Tier 3, das andere ist eben Tier 1, Tier 2. Hier sehen wir eben die verschiedenen Slots und der Roboter braucht jetzt auch zum Beispiel eine CPU, Arbeitsspeicher, eine Diskette, kann man reinlegen oder hier eben eine Festplatte und dann eben hier noch zwei Karten. So, machen wir den erstmal soweit fertig. Das war jetzt Tier 2, gell? Ja, alles Tier 2. Gut, dann bauen wir mal eine Tier 2 CPU. So, zwei Mikrochips. Ich mach mal mehr. Regnet's? Tatsache. Kann ich schlafen? Weil der Regen geht mir irgendwie auf den Sack. Nee, kann nicht. Okay, gut. Dann, ja. Wo steht's? Gut, wir haben die Mikrochips. Dann, da war er. Brauchen wir noch die Control Unit und dazu eine Clock. Wo kommen denn mal die? Dann die Control Unit. Ah, doof. Brauchen wir die noch? Transistoren. So, drei Stück. Dann können wir hier den bauen. Ja, sehr schön. Was brauchen wir noch für den Prozessor? Hier Arithmetik. Oh je. Noch mehr Transistoren. 1, 2, 3. Naja, zum Glück müssen wir ja keine Tausende oder sowas bauen.
So, dann ein Mikrochip Tier 1. Ah, siehst du? Da fehlt mir noch so einer. So. Jetzt müssten wir die CPU eigentlich bauen können. Oder auch nicht? Ja. Wenn man das Arithmetik Logist. Nee. Die Alu nicht baut, dann wird das natürlich auch nichts, ne? Ist klar. So, jetzt aber. Dann noch hier die CU rein und fertig. Haben wir die. Dann einmal Memory. Ja. Pff, braucht man. Ach komm, ich nehme mal den hier. Den nehme ich jetzt so. Ja. Und warum jetzt nicht? Achso, Transistoren. Weißt du was? 27, gut. Passt doch wunderbar. So, dann machen wir von denen noch. 1, 2, 3. Erstmal. So. Von dem. Halt, den. Ah, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den. Bitte, danke. So, haben wir den und den. Aber das stopfen wir jetzt erstmal da rein. So, also ihr seht jetzt hier unten Insert CPU. Ja, die tue ich jetzt rein. Insert Sam RAM. Okay. So, und jetzt könnte man eigentlich schon hier auf Craften drauf drücken, aber bringt ja nichts. Weil, was will ich mit einem Roboter, der einfach nur CPU und RAM drin hat? Geht nisch. Also, brauchen wir noch eine Grafikkarte. Ja, komm, nehmen wir die. Die reicht vollkommen. Ja, und wir haben nichts da. Alter, Alter. So, ein Mikrochip. Dann die wieder. So, da war der Mikrochip wieder weg. So, dann Memory. Oh, schon wieder zwei Mikrochips. Oh Mann, ey. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt einfach mal mehr. So, wo war man? Hier. Dann hier, der da. Dieser hier da. Du. Hat man dich nicht schon? Hat man nicht, okay. Und hier die Cardbase. So, dann sollte das eigentlich funktionieren. Jawohl. Dann haben wir unsere Grafikkarte. Brauchen wir, weil wir müssen auch noch einen Monitor basteln. Sonst sehen wir nichts. So. Ganz wichtig, Monitor. Monitor, Monitor. Und was ich auch noch machen werde, ist eine OpenOS Floppy Disk craften. Und zwar ist es eine normale Disk. Boah, was fehlt denn jetzt? Papier, ernsthaft? Okay. Sugar Canes sind mittlerweile genug im System. Na, komm, machen wir so. So, haben wir jetzt mal 64 Blätter wieder drin. So, jetzt noch einmal eine Diskette. So, danke. Dann haben wir Bücher drin, haben wir. Okay, und jetzt haben wir hier eine OpenOS Diskette. Sehr schön. Diese, ja. Genau, schmeiße ich erstmal weg und setze sie dann rein. Zack. Die tue ich jetzt erstmal so da rein. So, dann brauchen wir noch eine Festplatte. Eine Festplatte. Da können wir eigentlich auch die nehmen und ich sehe gerade, ich brauche noch einen Pisten. So, und na, drei Disks. Wie heißen die? Diskblätter, okay. Auch ein komischer Name. So, sollten wir eigentlich alles haben? Nein, ein Chip fehlt. Oh, super. Habe ich nicht eben noch schon welche gemacht gehabt? Ja, egal. Gut, dann jetzt aber eine Festplatte. So, und die Festplatte tue ich jetzt hier rein. Die Grafikkarte hier. Und den Screen tue ich hier rein. Bei 1. Also ihr seht ja hier römisch 1, römisch 2 und so weiter. Das ist Tier 1. Also weiß heißt immer in den Slot für römisch 1. Ich kann es jetzt auch hier rein tun, aber das wäre verschwendet, deswegen kommt es jetzt hier rein. Und hier können dann bis zu Tier 2 Geräte rein. Und hier zum Beispiel ist es ein Tier 3 Upgrade. So, was will ich mit dem Roboter machen? Der soll Blöcke setzen können in der Luft. Das heißt, ich brauche ein Angel Upgrade. Dieses hier, wie gehabt. Dann, da ist er. Dann, ja, was will ich denn noch machen? Oh, Mann. Ey. Diese Mikrochips. Mach ich jetzt auch noch ein paar. Oh, 10 Stück. Schon sind die Transistoren weg. Okay. Ein Piston.
Nee, ich hätte gern einen normalen Pisten. Komm. Ich will keinen Sticky, ich will einen normalen. Oh Mann, ey. Machst du jetzt? Ich habe keine Taste gedrückt, also eigentlich sollte er... Na komm, das dauert mir zu lange. Piston. Craft. Komm, machen wir mal 10. Danke. Gut, und zack. Und hier noch ein Pisten rein. Hä? Okay. Ach, das muss ein Sticky sein. Ah. Ah. Komm, machen wir mal einen. Danke. Das muss ein Sticky-Pisten sein. Gut, ich habe das in Erinnerung gehabt, dass es ein normaler sein kann. Okay, dann brauchen wir noch eine. Ja, was noch? Warte mal. Hier. Inventory Upgrade. Ganz, ganz wichtig. Uiuiui. Und sogar alles da. Ich bin ja begeistert. Gut. Dann, warum fehlt da jetzt ein Pist? Nee, sag bloß. Ach so, Dispenser. Ah, mhm. Okay. Gut. Ein Inventory Upgrade, damit er auch irgendwas einsammeln kann. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, noch Container Upgrades reinzumachen. Wenn wir Shift drücken, sehen wir die kurze Beschreibung, ne? Also das ist dynamische, warte mal. This container upgrade allows dynamically installing and removing another upgrade from an assembled robot. Okay, was es jetzt genau heißt, kann ich nicht sagen, aber mit der Alt-Taste sehen wir, was wir dafür brauchen. Das haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Es ist bei jedem Rezept, bei jedem Item so. Wir haben einen kurzen Hilftext und eben die Rezepte nochmal in Textschrift. So, super. Dann, was haben wir noch? Card-Containers. Was machen die? Allows dynamically installing removing a card from an assembled robot. Okay. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es rausgefunden. Weil das Problem bei dem Mod ist es, es gibt noch keine Eintragung in Wiki. Ich habe noch keine anderen Mods-Reviews gesehen. Ich habe einfach mal ausprobiert und geguckt und gemacht und getan. Was macht denn der zum Beispiel hier? Allows the robot more control in how it interacts with external inventories and allows it to swap its equipment tool with an item in its inventory. Ah, sehr schön. Also wenn wir hier dieses Upgrade noch reinmachen, so wie ich das jetzt verstehe, ist es so, dass der aus einer Kiste ein Tool nehmen kann, was er dann auch benutzen kann. Weil normalerweise ist es ja so, also vorher war das so, man musste dem die Spitzhacke geben und wenn sie zum Beispiel kaputt war, was zum Beispiel bei Tinkers Construct sinnvoll ist, die dann wieder zu reparieren. Muss man die rausholen, reparieren, wieder reintun. Und ich glaube, mit diesem Upgrade, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mit diesem Upgrade ist es wirklich möglich, dass der dann damit auch interagieren kann. Zum Beispiel mit dem, wie heißt denn das Ding? Hier, das Aufladegedönse. Och, glaubst du, ich komme jetzt auf den Namen? Ich habe unten eins stehen, glaube ich. Unten, danke. Hier irgendwo müsste eins stehen. Oder nicht. Für die Werkzeuge hier aufzuladen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ich komme jetzt nicht drauf, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So. Könnt ihr mir auch gerne unter die... Oh, ist es nachtig geschlafen. Dann hört der Regen auch auf. So, wo ist denn das jetzt? Jo. Jawohl, ey, was ist denn hier los? Hallo? Ich will ins Bett. Danke. Geht es? Ne, geht immer noch nicht. Und wenn ich hier... Ah, ich muss oben aufs Kissen draufklicken. Ja, ist das sehr sinnvoll. Ja, ich setze mich aufs Kissen und dann lege ich mich ins Bett. Ja, ja, gut. Scheint ein Minecraft-Bug zu sein. Gut, was haben wir denn alles? Wir haben noch hier dieses Upgrade. Kommt hier rein. Und dieses. Also, hier seht ihr weiße Schrift, hier seht ihr gelbe Schrift. Und das heißt, es kann bloß hier rein. Wenn ich hier unten rein versuche zu klicken, ihr hört's. Geht nicht. Also hier oben rein. Gut. Haben wir das, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Upgrades für Batterien reinzumachen. Ja, ist es jetzt bei uns jetzt nicht so sinnvoll, weil wir haben, ja, die Möglichkeit, beziehungsweise, was heißt die Möglichkeit? Wir haben ja direkt eine Ladestation dort, wo ich ihn einsetzen will und das passt schon. Und hier, was schon bei dem Besuch von Sanga zu Rede kam, ist hier ein Chunkloader-Upgrade. Finde ich sehr sinnvoll, auf jeden Fall. If a robot moves in a forest and no one is around to see it, does it really move? This upgrade makes sure it does. It keeps the chunk. The robot is unloaded, but continually consumes energy while active. Ne?
Ist klar, also dann bräuchte man hier eine Ladestation und was weiß ich, oder hier ein Solar-Generator-Upgrade. Kann ich jetzt in dem Fall nicht reinbauen, weil das ein Tier 3 ist. Das seht ihr jetzt an der hellblauen Schrift. Aber das ist ja nur ein Tier 2 Case. Das seht ihr hier. Tier 2 ist gelb, Tier 3 ist hellblau. Gut, könnten wir hier zum Beispiel ein Generator-Upgrade reinmachen. Oder hier ein Crafting-Upgrade. Oder hier Wireless Network Card Upgrade. Redstone Card, Netzwerkkarte, Grafikkarten und. Und hier haben wir noch eine Link Card, ist auch Tier 3. Was mit der genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Könnt ihr euch gerne mal selbst angucken. Mit der habe ich jetzt noch nicht rumgespielt. Experience Upgrade. Das heißt, der Roboter kriegt dann auch die Möglichkeit, seine Performance zu erhöhen, indem er Experience sammelt. Und. Was haben wir hier dann noch? Navigations-Upgrade. Auch sehr nice. Sign.io-Upgrade. Das kennen wir noch aus der alten Version. Interweb. Okay, gut, das ist jetzt nur ein Tool. Und hier Internet-Card. Ich werde dem jetzt noch eine, ja, Wireless-LAN-Card verpassen. Wenn es geht. Geht noch nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht habe. So, aber jetzt, ne? Ja, so sollte es dann passen. Und es passt. Sehr schön. So, und diese knall ich erstmal wieder auf den Boden und dann bei ihm rein. So, kann ich hier auch reinsetzen, ne? Also hier Tier 1, hier wieder Tier 2, ne? An den römischen Zahlen zu erkennen. So, wir haben jetzt, glaube ich, alles, was wir brauchen. Hier die Container, die brauchen wir jetzt nicht. Moment. Ah, okay. Das ist gut. Kommen wir gleich nochmal drauf. Na, vielleicht mache ich ihm doch so eins. Wenigstens so eins. Ne, ich mache ihm zwei. Komm. Hier. Das da. Und das da. Ganz einfach. Ganz einfach machen wir das. Locker floggisch vom. Oh. Doch nicht so locker. 53. Oh ja, das passt doch erstmal. Gut, Entschuldigung. So, erstmal den da, dann brauchen wir den noch. Oh, Goldnuggets fehlen. Oh, verdammt. Ah, Moment. Bevor ich da ein Iron Ingot verballer, habe ich, wo? Da. Habe ich mir hier ein paar Büsche hingestellt. Schon in weißer Voraussicht, dass ich die auch mal brauchen werde. So, die kommen dann hier mal ins AE. Zack, zack. Und dann, ja, gehe ich erstmal wieder hoch. Dumm. Hier unten hat sich noch nicht besonders viel getan. Wie gesagt, ich war die letzten paar Folgen, habt ihr ja gesehen, mit Railcraft beschäftigt. Und Lessatur hat mir da einen Tipp gegeben. An dieser Stelle mal winge. Ich soll doch mal wegen der Geschwindigkeit die grüne Schiene benutzen. Werde ich mal tun, off-cam. Und dann Bericht erstatten, wie das dann ist. So, das sind Iron Nuggets. Ich schreib's mal richtig. Iron. Habe ich die habe ich doch eben rein, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, anscheinend. Okay, gut, dann eben nicht. Ah, das könnten vielleicht auch andere Nuggets sein. Na gut. So, komm, machen wir mal die. 63? Oh ja, gut, bekommen. Machen wir 63, fertig. Gut, wir wollten jetzt noch die hier bauen. Ja, richtig. Und dann bekommt er noch ein Card Assembler, Card Container Upgrade. So. Diese Upgrades, also ich zeig's jetzt nochmal hier mit E. So. Diese Upgrades kommen in die unteren Slots. Die haben ein Feld hinten dran, ein Feld mit einem grünen Pfeil und die haben nur einen grünen Pfeil. Die mit Feld und grünen Pfeil kommen hier unten rein. Drei Stück insgesamt. Und die nur mit grünem Pfeil hier oben. So. Wir haben hier Tier 2. Haben aber hier Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Das macht aber nichts. Wir können hier eins reinsetzen und hier. Hier können wir leider nur ein Tier 1 reinmachen. Ihr hört es wieder. So. Und diese zwei Upgrades, die sind ganz wichtig, wenn wir jetzt erst einmal den starten. So, das dauert jetzt 4 Minuten 20, wenn er Saft hätte. Warte mal. Mecha. Habe ich. Oh, mach Kabel müsste ich mal eingeben. Dann wird es vielleicht auch was. Ja, komm, nehmen wir die. Und dann. Ja, grabe ich mich jetzt hier erstmal irgendwo hin, wo ein Kabel ist.
Ja, wo ist denn hier das Kabel? Ach, da unten.